Herzlich willkommen zurück bei Outlast. Ich stehe hier vor einer Tür. Vorhin habe ich da jemand gesehen. Wir sind in einer Nervenheilanstalt. Ein Journalist. Ich habe mich schon tierisch erschrocken, schon in den ersten paar 15 bis 20 Minuten. Das ist fürchterlich. Krass. Und ich habe jetzt echt Schiss, hier reinzugehen. Aber ich muss... Ha! Gott sei Dank. Abgeschlossen. Und da ist vorhin jemand durchgelaufen und ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Und da hinten im Dunkeln war ich nicht. Aber hier finde ich es ein bisschen freundlicher. Little Fig! Nein! Okay. And who are you then? Wer bist du? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Für was auserwählt? Fliehe aus der Nervenheilanstalt, benutze den Sicherheitsterminal um den Ohr. Habe ich jetzt die Kamera noch? Mensch. Lass mich hier raus. Bitte. Bitte, 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 bitte. Schauen wir gleich mal rein. Ach, das haben wir gelesen. Was ist das denn? Das haben wir auch gelesen. Ist das falsch? Ich bin drin, genau. Puh. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Markov-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Markov Advances Reaches Systems. Markov hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Beschießt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Markov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied... Eine Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden. Und stirbt. Und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg rauskomme. Als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ja, das ist jetzt zu spät. Ich find's echt fürchterlich, das ganze Spiel. Die Fußspuren, das ist alle von mir, ne? Mensch. Hier? Wieder was gefunden. Eidesstattliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Markov Hardline Security geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsausbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstattliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Markov Corporation oder ihre Tochterunternehmungen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ja,
schrecklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich denke jetzt einfach mal, vielleicht ist hier noch Batterien. Ach, ich wusste ja, das ist ein hartes Spiel, aber also echt in so kurzer Zeit so viele Schockmomente. Mit dem hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich... Jetzt gehe ich mal hier dazu, Computer. Weil ich muss das ja irgendwie... Ach so, ja, da steht einer davor. Bitte. Ist da nichts? Ich hab da ein bisschen Schiss, dass da plötzlich einer wieder oder noch nicht tot ist. Nichts, wirklich nichts. Okay. Was war hier? Kann jetzt doch nicht irgendwie... Ich mache sogar Fußabdrücke. Tür schließen. Mach zu. Das irgendwie kriege ich das nicht hin mit den Türen. Mach schon. Wieso atmest du denn so schwer? Ich möchte auch nicht lang gehen. Halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Ja. Oh oh. Was macht der da? Er lebt. Stimmt mit dem nicht. Ist er noch ganz beisammen? Ich habe jetzt das Schiss, an dem vorbeizugehen. Hallo? Oh, bist du hässlich? Bada. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Der war scheinbar mal angekettet. Ja, dir auch. Sehr nett. Ja, das stimmt.
hier lang, echt. Ja, tolles Fernsehprogramm heute, ne? Tut mir nie was. Oh, da ist auch noch ein Dritter. Toter. Unten, oder wie sieht es aus? Da glitzert es. Ist nicht irgendwas? Doch, hier. Oh. So, jetzt komme ich da nicht dran. Schlüsselkarte für Sicherheitsterminal aufgenommen. Oh, Gott sei Dank. Gesammelte Objekte werden in deinem Notizbuch-Tabulator aktualisiert. Für ein Sicherheitsterminal. Das haben wir gelesen. Das haben wir auch alles durch. Wieder durch. Und hier möchte ich ja gar nicht lang. Oh Mensch. Die? Schauen die noch ihr Superprogramm oder kommt Werbung? Yeah.
ich jetzt irgendwie vergessen, oder? Was ist mit dem wieder? Gott! Get him out! Please! Listen, please! Yes, help me! Meine Fresse, es geht mit dem. Geh doch einfach weg. Hilfe! Ich bin zu verwandt. Ich hab zu viel. Dann bin ich gekommen. Muss ich jetzt hier zurück? Ah, da ist noch was. Ah. Das war's. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik. Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation MRI-Scans, übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive dermale Ruptionen, meine Fresse, ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahre Sicht, vermutlich Zurückführung auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren prietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, schienen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellte eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Was haben die denn da gemacht? Weiß ich nicht, ob ich da weiter zurück soll. Das war jetzt ja meiner Meinung nach eine Sackgasse. Diese blöden Scheißventilatoren, die verwirren mich. Immer das Gefühl, es kommt was. Nee. Nee, da gehen wir nicht hin. Raus können wir nicht. Hier ist auch so scheiße dunkel. Ist da nicht irgendwo sonst noch? Hier sind wir runtergestürzt vorhin, genau. Kann ich nicht rein. Hoch geht's auch nicht. Hier lang. Dann wird hier wahrscheinlich auch verschlossen sein. Das war ja klar. Also, das war ja da, wo ich... Da war ich vorhin.
Ist nicht mit. Ja, der liegt doch da am Boden. Das komische Ding. Mensch. Jetzt muss ich diesen Gang nehmen. Ich möchte es nicht tun. Vergessen. Ja. Du kannst nach hinten schauen, indem du laufen, Kuh oder ihr Trittritt hältst. Schauen, wie mich jemand verfolgt, oder wie ist das? Nee, danke schön. Ja. Auf geht's.